Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin! Im letzten Part haben wir das Team Galactic Gebäude zerstört, sozusagen, auf gut Deutsch. In diesem Part kämpfen wir gegen Trainer, die ich noch nicht besiegt habe. Mit sehr, sehr schwachen Pokémon. Naja. Kann man nichts ändern. Ist ja nur Noctu. Wow. Wie immer fehlt uns immer 10%. Ach. 10 kleine Erfahrungspünktchen. Man merkt, dass ich hier nicht durchgegangen bin. Too many trainers. Ja, Papenmo erreicht ein Level ab durch ein paar billig Pokémon. Auf ein billig Level. Ja. Du bist tot. TOT. Von uns gegangen. Diese Kämpfe sind so spannend, ne? Ich kann kotzen, so spannend sind sie. Gott, ey. Ihr müsst euch gerade vorstellen, ich habe gerade den What the fuck Moment Blick drauf. Tion Skora. Mhm. Gift Unlicht. Oder Käfer Unlicht. Ich bin mir immer noch unschlüssig, was das Vieh sein soll. Auf jeden Fall ist es Unlicht. Lass mich alle in Ruhe! Missgeburten, ey! Und lass mich raten, ich bin von der falschen Seite reingegangen. Auf was wetten wir? Denn hier kommt man nach Blizzach. Zu 100% bin ich mir da jetzt sicher. Den Weg kenne ich doch nur zu gut. Staraptor, flieg mich mal bitte nach Ewig, genau. Man muss hier rumrein. Auf was hätten wir jetzt? Ey, Bidiza, ich habe dich auch noch nie gesehen, ey. Das ist jetzt echt so nett, dass du dich mal blicken lässt. Gott, ey. Nerviges Stück Scheiße. Ja. Moment mal. Ich bin doch von der falschen Seite aus reingegangen. Hä? Musste man nicht Surfer einsetzen? Dann wäre es doch Erzilling eigentlich. Das kann nur Erzilling sein. Gott, jetzt hör auf abzuspacken, wenn ich auf dem Fahrrad bin. Das muss von der Seite aus sein. Ja, das muss die sein. Hundertprozentig ist das die Seite.
Ich bin mir jetzt absolut sicher, dass es die Seite sein muss. Ich meine, hier ist ein Nassgenet. Mein Gott. Nassgenet. Scheiße. Leute, ein Nassgenet. Das macht... Apropos Beutel. Ich habe kein... Toll. Wir sind auf jeden Fall richtig. Über die Brücke, dann hier runter. Dann hier hoch, dann hier hoch. Da ist... Wir sind richtig, mein Gott. Das ist doch jetzt wohl nicht so schwer gewesen. Oh! Oh, Le Bell! Schwarze Flöte halten? Meditalis! Eine Weiterentwicklung von Medici. Hoffentlich war es so gewesen. Aber egal. Was wirklich Meditalis, Medici, bla. So. Hier hoch. Ja, Team Galactic, du Schwuchtelding! Der Schwuchteligen Scheiße! Mein Gott! Das ist ein schlechter Scherz, den ihr hier gerade abziehen tut, Entwickler! Ein Kingplan! Oh, ich hab dich auch noch nie gesehen, ey! Gott! Und ich dachte, es sieht mir, es sieht mich nicht. Na egal. Solange er nur mit maximal zwei Pokémon hat. Eins ist sogar noch besser. Da muss ich ja nur einen Attacker einsetzen und er ist tot. TOT. Von uns gegangen, ins Gras gebissen. Das ist jetzt ein X-Vogel. Mein Gott. Wer diese Sätze kennt, ist gut. Naja, oder wer so viel Langeweile hat wie ich und Kika nachts guckt mit Bernd das Brot. Yeah, Bernd das Brot ist episch. Kroxlaw. Nee, ich muss hier nicht nochmal krass ansetzen. Muss ich hier längst? Ich gehe mal jetzt ganz kurz außen rum. Okay. Mein Gott, hier muss ich längs. Yep, ich bin richtig. Kein Bock gegen dich zu kämpfen, Junge. Oh, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Gang Kapu. Mein Gott! Das ist der epische Kampf, den ich je hatte, ey! Nicht! Schön und gut, dass ich mir Mashok fangen kann, aber ich will mir keinen Mashok fangen. Meine Fresse! Lass dich aber in Ruhe!
Gut. Hier runter. Falls da Kraxer einsetzen. Ja, ich hab gesagt, lass mich doch alle in Ruhe. Ja, schön für dich, Rex Blizzard. Mein Gott, Schneebedeck, Schneebedeck. Okay. Da rein. Ich bin richtig, mal wieder. Ich bin auf jeden Fall richtig, mal wieder. Ein Georok. Ich habe aber keine Lust, Georok zu trainieren. Gleich scheiße ich sowieso episch aus. Och nö. Palim, Palim. Hätte mich jetzt auch gewundert, hättest du mich nicht gesehen. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Penner. Langweilig. Das ist ein Scheißscherz. Das ist so ein Kackscherz, Leute! Oh Gott! Ich gähne mich hier schon zu Tode. Wenn es hat, Papero jetzt das optimalste Level erreicht, was ich je mehr hätte erträumen können. Naja. So. Hoch da. Wenn jetzt noch ein Galaktikrüpel kommt, den Kampf schneide ich sowas von dermaßen raus. Ich hab keinen Bock mehr drauf, ey. Okay. Kurzer Schnitt, bis gleich. So, ja, genau vor der Tür kommt ein Georok und versaut mir wieder alles. Dankeschön, Georok. So. Ich mach nochmal kurzes Schnitt, ihr müsst euch den Scheiß jetzt nicht reinziehen. So. Alter, beruhig dich mal. Mein Gott. Wow. Doppelkampf? Der Extraklasse. Das ist immer noch immer fuck so? Mein freier fucking Gott.
Langweilig. Gott. Eieieiei. Wieso hortest du, Mann? Hilf mir lieber. Wenn ich solche unfähigen, impotenten Volltrottel nicht leiden kann. Danke. Danke, dass du mir mal helfen tust. Meine Fresse. Los, Toxiquack. Oh, ein Skunk Tank. Vergeltung auf Bronze. Ich bin so im Arsch. Ah, ich Idiot. Okay. Aua. Tschüss, Toxiquack. Los, der Raptor. Aeros. Übrigens, darauf, du hast Sturzflug erlernt. Das wird ein Spaß. Tschüss, Mafaxo. Wenn das mal nicht episch ist. Zwei Staraptors Seite an Seite. Das war mehr als episch. Ein Schnurrgarst, ich setze jetzt Sturzflug ein. Sturzflug hat eine Genauigkeit von 100 und eine Stärke von 120. Und je nachdem, wie viel wir den Gegner Schaden machen, desto so viel kriegen wir als Rückschaden. Und das ist nicht nett. What the fuck? Okay, kurzer Schnitt. So. Verpiss dich, Perl. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden. Und alles wird neu beginnen. Hiermit mit der roten Kette, die ich aus den Kristallen der drei Pug unter Seen erschaffen wurde. Und hiermit mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in einer anderen Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. What the fuck geht hier ab? Dialga, das mystische Pokémon-Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, das mystische Pokémon-Meister des Raumes und der Dimension. I have angst. I have very, very angst. I'm scared. I'm so motherfucking scared.
Oh mein Gott. Wow, verbackte Kacke ist auch verbackte geil, episch. Die drei Feen-Pokémon. Was ist das? Das sieht nicht gut aus. Gerantina! Oh mein Gott. Cyrus? Hey! Autsch! Das tut deinen Augen weh! Esprit? What the fuck, die Säulen? Was ist das? Okay. Ich bin bereit. Let's rein. Oh Gott. Die Zerrwelt. Das ist also die legendäre Zerrwelt. Ah, die Musik ist geil. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir machen nächsten Part hier mit der Zerrwelt weiter. Also, dann sage ich jetzt mal Tschüss.